Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute haben wir drei richtig gute Dribbling-Übungen für dich, die du zu Hause ohne Partner ganz easy auf wenig Platz machen kannst. Wir fangen auch direkt an mit der ersten Übung und zwar baust du dir 8 Hütchen auf. Farben sind erstmal egal, wenn du keine Hütchen hast, nimm einfach irgendwelche anderen Gegenstände. Du kennst die klassischen Slalomreihen, das ist uns aber zu einfach, sondern wir versuchen Folgendes zu machen. Ein Hütchen, zwei Hütchen ist normal und dann das dritte Hütchen geht rechts raus. Viertes, fünftes Hütchen ist wieder normal, sechstes Hütchen geht links raus. Siebtes, achtes Hütchen ist wieder normal. Und jetzt dribbelst du eben ganz normal, immer zwischendurch und versuchst dabei, so viele Kontakte wie möglich zu haben und das Tempo hochzuhalten. Ich versuch's jetzt mal beidfüßig. So kann die Übung ungefähr aussehen. Ja, ich habe es jetzt einmal für dich vorgebracht. Ich denke, die Übung ist soweit klar. Versuch zu variieren. Ja, sowohl beidfüßig, als auch nur mit dem linken Fuß, als auch nur mit dem rechten Fuß. Ja, von dieser Übung kannst du einen Durchgang machen, dann ungefähr 20 Sekunden Pause, dann das Ganze normal, sodass du insgesamt ungefähr auf 10 bis 12 Wiederholungen mit dieser Übung kommst. Zweite Übung sieht wie folgt aus. Du hast einfach ein Feld aufgebaut mit 4 verschiedenfarbigen Hütchen. Ein gelbes, ein blaues, ein weißes und ein rotes bzw. orangenes. Du befindest dich jetzt in dieser Mitte. Ja, und du kannst jetzt einfach, wenn du keinen Partner hast, habe ich am Anfang gesagt, kannst du einfach die Farben nacheinander dir laut vorsagen. Zum Beispiel blau, gelb, weiß, orange. Oder ich habe jetzt zum Beispiel einen Partner hinter der Kamera, der sagt mir jetzt entsprechend eine Farbkombination und ich muss versuchen, in der Reihenfolge dann die Hütchen abzulaufen. Gelb, weiß, rot. Blau, gelb, blau, weiß. Gelb, weiß, gelb, blau. So kann die Übung ungefähr aussehen. Du kannst jetzt jeweils immer so 2, 3 Farbkombinationen am Stück machen, dann eine längere Pause, ungefähr 45 Sekunden und das Ganze ungefähr 7 bis 10 Mal. Dritte Übung sieht wie folgt aus. Ich habe jetzt einfach einen Tee für mich aufgebaut. Ja, ein gelbes Hütchen, dort ein blaues in der Mitte, dann links ein orangenes und rechts ein weißes. Ja, und ich werde jetzt einfach mit Tempo auf das mittlere, also auf das blaue Hütchen drauf loslaufen, dann mir entsprechend eine Seite aussuchen, links oder rechts. Zum Beispiel links, gehen zuerst zum linken Hütchen, einmal drumherum und sprint geradeaus, Tempo-Dribbling auf das rechte Hütchen. Ich mache es einmal für dich vor. So kann das Ganze aussehen. Versuche auch hier zu variieren, sowohl manchmal beidfüßig, als auch nur mit dem linken Fuß, als auch nur mit dem rechten Fuß. Bonus, wenn du einen Partner hast, sagt der Partner jetzt entsprechend, wenn du auf das mittlere Hütchen drauf losläufst, entweder orange für das linke Hütchen oder weiß für das rechte Hütchen, damit du eben schnell im Kopf schalten musst. Weiß. Die Übung kannst du auch sehr, sehr gut machen. Hiervon machst du ungefähr eine Wiederholung und dann circa 45 Sekunden, vielleicht auch nur 30 Sekunden Pause. Das Ganze auch bis zu 10 Mal. Das war das komplette Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass jetzt unbedingt ein Like und einen Kommentar. Schau auch sehr, sehr gerne auf Instagram vorbei. Der Link zu unserem Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten vergiss nicht, dass jeden Montag und jeden Freitag hier auf YouTube ein neues Video kommt, um dich als Fußballerin zu verbessern. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.